Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Technik SMP Project RET mit dem Biber Botzemann. Hallo. Hallo. Wir haben heute vor, umzuziehen. Yeah, Baby. Das ist wieder eine wunderbare Geschichte. Das machen wir äußerst gern, weil wir kaum was zum Umziehen haben. Ich bin auf jeden Fall jetzt erstmal hier beim Gucken, wie es hier aussieht. Das ist leer, das ist leer. Das da brät gerade noch Titan durch. Ach Gottchen, schmeißen wir die da erstmal da rein. Weil wir müssen auch die ganzen Maschinen hier umziehen. Wobei, die Idee war, ein paar Maschinen hier stehen zu lassen. Wobei ich mich frage, brauchen wir die hier? Ich weiß nicht. Die großen kannst du umziehen, die kleinen kann man neu bauen. Wenn Butze das sagt, dann machen wir das so. Okay. So. Also den Blast Furnace da. So. So. Alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Och du Scheiße. Es war ein Fehler, hier die Kisten, glaube ich, leer zu machen. Ach ja. Pack sie wieder in die Kisten und nimm die Force Wrench. Ja, warte, ich habe hier doch eine Kiste, wo die ganzen Dust drin sind. Dann lagern wir das halt mal in die richtige Kiste ein, hätte ich gleich mal gesagt, ne? So, das ist Plates. Nein, Cells brauchen wir. Cells. So, wo packen wir die Asche rein? Asche kommt zu den Dusts. Da kommt der Rubber rein. Rein. Was war denn alles in den Kisten drin? Hey, unglaublich. Nimmt ja gar kein Ende. Oh, da haben wir noch Hydrogen jede Menge. Das ist auch gut. Plates. Nein. Das. Orange, blau, weiß ist Input für Atlantis, okay? Von mir aus ist okay. Meinst du, das merke ich mir jetzt? Nö, aber dann kannst du nicht sagen, ich hätte es dir nicht gesagt. Okay, dann muss ich bloß das Video wieder zurückspulen, um es zu hören, ja. Ist okay. Play ein. Da kommt der Rubber rein. Ja. So, meine Cellkiste ist natürlich schon randvoll. Electrum Plates haben wir doch, oder? Electrum Plates, im Moment glaube ich nicht, aber Elektrum müssten wir oben haben. Doch, hier ist Elektrum Plate. Ach, habe ich davon noch welche drin? Also mehr Plates wie die habe ich nicht, genau. Kannst du ruhig welche machen, das ist glaube ich kein Problem. So. Dann noch die restlichen Dusts hier rein. Immer noch Sulfur. Sulfur, weg. So, aufgeräumt. Aber irgendwie ist die Kiste hier zu klein für die Zellen. Wasserzelle. Leere Zelle. Weg. Hab ich auch einen Hammer. Hast du auch einen Hammer? Ich brauche einen. Ich habe noch keinen. Ach, du hast keinen? Nein. Nee. Hier ist noch ein Steel Rod. Das nützt dir natürlich nichts. Du brauchst einen Iron Rod. Ich baue mir gerade einen neuen. Okay. Ja, du brauchst einen Iron Rod und Steel, hätte ich jetzt gesagt. Das ist eine schöne Kombination. Die Moment, Force Hammer. Auch gut. Ist schon bis gelb. Okay. Von mir aus. Wo packen wir denn das? Packen wir es mal da. Alt. Na, grün nicht. Das da. Hydrogen. Lassen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die lassen wir mal hier. 2, 3, 4, 5. Das sind die wichtigen. Wenn wir mal Zeit und Lust haben, können wir die hier wieder umziehen. Ach, das ist dann der falsche Hammer. Ja, siehst du mal. So, aufgeräumt. Boah, ich habe wirklich diesen Kack-Eilmatt für. Leer. So. Die schmeißen wir mal da rein. Den Sand wollte ich doch drüben reinschmeißen.
So. Weg ist er. Die Kiste fasse ich nicht an. So. Welche hier? Die vor. Die kannst du kaputt machen. Eine tolle Kiste. Okay. So. Okay. Mal hochgeben. Da war in der Mitte Wasser. Gut, jetzt brauche ich natürlich irgendwas zum Füllen. RE-Batterien haben wir nicht zufällig, oder? Was haben wir zufälligerweise? RE-Batterien. Nein. Ich hatte vorhin ein paar Tin-Item-Casings gemacht. Da sind auch noch 56 hier in der Kiste. Brauchst du die gleich? Jupp. Wo sind sie? Achso, du. Bitteschön. Danke, danke. So. Dass du hier... Müssen wir natürlich wieder Obacht geben. Bei dem Teil hier. Die Kiste gehört nicht da rein. Raus, rauf. No. Was haben wir denn da noch in der Kiste? Das ist noch Material. Das ist leer. Gut. So, und hier haben wir wieder das Thema, da müssen wir wieder Obacht geben. Cobblestone. Haben wir von hier. Schmeißen wir das mal nach da oben. Cobblestone. Diese guten Advanced Machine Casings. Beinahe. Beinahe in die Lava gefallen. Ach, ist weg. Lava ist weg. Ja, hier die zwei Maschinen kannst du auch mitnehmen. Ja. Gehen da so verloren. Genau, hätte ich auch gesagt. Hier die Automatic Canning Maschine in der Ecke. Auch. So. Und dann die zwei hast du noch gesagt. So. Sehr gut. Das hier, das werden wir dann einfach mal in die passende Ender Chest reinwerfen. Weißt du, ob ein Import-Modul als Inventar zählt? Ich glaube, das hatte funktioniert. Ansonsten stellt er eine Kiste dazwischen. Ja, das ist die Frage, ob ich eine Kiste zwischenstellen muss oder nicht. Ansonsten alternativ gäbe es ja aus GregTech immer noch den Buffer, und zwar irgendwie den Large Electric Buffer. A chest size. Aber der Buffer. Braucht Energie. Oh, er braucht Energie. Echt. Das ist ein Kabel, was ich zusätzlich... Du hast da unten sowieso den Strom liegen, oder? Ja, da weiß ich ja nicht, ob irgendwann was hinkommt. Ich versuch's erst mit diesen Pipes. Okay. Ich mache hier wieder die Decke schön. Und stelle fest, mein Block fehlt.
Haben wir aber noch Ersatz hier. So. Sehr schön. Das lassen wir mal. Die Kabel lassen wir mal noch so im Boden stecken. Genauso wie die hier. Gut, das nehmen wir auch mit. Ja. Der ist noch ganz gut geladen. MV Assembling Machine. Assembling Machine ist nicht teuer. Aloysmelter, da hast du noch 64 Elektrum drin liegen. Die Late werden wir niemals wieder hier brauchen. Kompressor. Kompressor. Den lass her. Wir machen ja jetzt hier nicht alles abzureißen. Nee. Metal Former. Na, lass mich auch hier lassen. Plate Cutting Machine. Brauche ich nicht. Der Rest bleibt aber hier. Overwashing Induction Furnace, Automatic Macerator, Plate Bending, Automatic Wire Mill. Na, von mir aus. Aber die Kisten machen wir noch leer. Bleiben hier. Ja, die bleiben hier, weil machen wir vorher noch leer, oder? Alles mitnehmen, was nicht niedernagelfest ist. Da kommt es auch nicht drauf an. Zum Glück hat mich die Menschheit noch nicht auf dem Amigas RB losgelassen. Ja. Was wir noch brauchen bei Gelegenheit sind Kabel für drüben, ne? Da müssen wir uns nämlich auch noch ein paar Gedanken dazu machen. Lass uns da erstmal die Maschinen drüben aufbauen. Gut. Atlantis. Gut. Jetzt muss ich hier wieder nach dem Ding. Ah, du hast es grün eingefärbt, sehr schön. So. Ein Stockwerk höher. Wir haben hier relativ viel Platz. Wir bauen das hier nämlich um unsere Applied Energistics Maschinen Kern quasi drumherum. Jetzt warte ich mal, bis Butze da ist. Schauen wir mal, da müssen wir uns noch unterhalten, wo wir das Zeugs alles hinbauen. Apropos hinbauen, ich habe da zu viel. Komm. Ja, ja, nur keine Panik da. Ja. Da ist er. Ach. Weise doch mir mal einen Platz zu. Mach doch eher kleine IC2-Maschinen in die großen. Die großen hier. Gut. Das wird dann aus. Es geht eins von der Seitwand weg, dass wir da vier Maschinen drumherum stellen können. Ist klar. Dann nehmen wir erstmal die Reinforced Machine Casings. So hätte ich gesagt. Da kann man nämlich auch noch zur Not drumherum laufen. Für den Blast Furnace. Zu eng. Hier die nächste. Zu eng. Und jetzt eins näher zur Wand. Okay. Sollte ja auch noch reichen. Muss ich meinen Bauch so einziehen? Na gut. Oder warte mal. Ich glaube, wir müssen die noch zu beiden Seiten. Hier kommt ja auch noch eine hin. Ja, es sind auch nur zwei dazwischen. Heißt hier. Können wir nicht mehr drum rumlaufen. Aber man kann trotzdem noch an alle Seiten ran. Okay, dann machen wir es noch an die Wand. Passt auch. Direkt an die Ecke quasi. Ecke auf Ecke. So meinst du dann. Wundervoll. Genau. Wobei das hier mit der Maschine dann schon schwer wird. Naja, geht. Wird gehen müssen. Schaffen das. Was haben wir denn da in der Wand? Ah, hier machen wir. Ich gehe schon. Hier machen wir so. Nix da zu sehen. Okay, nichts zu sehen. Dann müssen wir das aber da auch machen, ne? Kann man machen. Genau. Dann haben wir es wieder symmetrisch. Jupp. So.
Was wird das? Blast Furnace? Ja, und zwar die downgegradete, upgegradete Version. Ah, mit den Cupronickel-Coils und wie sie alle die heißen. Die sind ja schon alle drin. Cupronickel ist ja schon von vornherein drin. Kantal und was war der letzte? Ich weiß es nicht mehr, egal. Die haben wir alle Coil. Schon. Das ist interessant. Das wird jetzt sowieso interessant. Das möchte ich mir jetzt glatt mal anschauen. Und zwar, das habe ich noch nie gemacht, den Industrial Blast Furnace umzuziehen mit integrierten Coils. Wird natürlich jetzt noch nicht gehen, weil das Casing noch incomplete ist. Okay, brauchen wir nochmal Lava dann gleich. Lava und noch ein paar Casings. Weil jetzt haben wir natürlich die Advanced Casings momentan übrig, die haben aber schon einen anderen Verwendungszweck bekommen. Oder werden es bald bekommen. Haha. Ich kann noch was bauen. Ich brauche noch einen Import-Bus, fällt mir so gerade auf. Das packen wir jetzt einfach mal da rein und das da rein. Und die ganzen Maschinen erstmal da rein. Gut. Stepp, ich habe meinen Rod of Return gemacht und... Nicht gedrückt? Brauchst du meinen? Nicht besetzt. Na, ich kann jetzt Portal nehmen. Okay. So. Das haben wir. Nicht verzagen, dass ich mich jetzt gerade nicht bewege. Ich überlege. Überlegen ist wichtig. So, die Kisten und das ganze Graffel kommt hier mal rein. Das haben wir nämlich jetzt alles auf dieser ME-Storage-Einheit. Schöne Sache, das. Gut, dann kann ich nämlich hier wieder Dorf nehmen. Wir brauchen nämlich noch ein paar Casings. Irgendwie sieht es hier leer aus. Völlig ungewohnt. Das Loch in der Wand machen wir auch noch zu. So. Da. Die Kabel werden hier versenkt. Ich schaue mir hier gerade auf den alten Barrels rum, als ob da kein Bug bestehen würde. Der Bug besteht leider immer noch. So, dann haben wir hier noch Casings. Casing. Und zwar die Reinforced Casings. Stahl. Haben wir noch genügend? Da fällt uns das da. Advanced Circuits. Advanced Circuits. Da, die 31 werden uns reichen. So. Reichen uns 8, ja. Dann brauchen wir noch das da mal da weg. Eisen. Eisen brauche ich mal ganz kurz, weil wir brauchen 2 Eimer voll Lava. Genau, 2 Eimer voll Lava. So. 2 Eimer. Das da rein. Oh, Pizza sollten wir mitnehmen. Ich habe nämlich Hunger. Hunger. Richtig. Ja. So, wo kriege ich jetzt meine Lava her? Aus unserem Lavatank hätte ich gesagt, ne? Was kann man hier noch mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist? Das können wir dann einfach alles per Ender-Pouch dann rüber transferieren. Das passt. Gut. Hier haben wir noch ein bisschen was drin, was wir noch brauchen bei Gelegenheit, bei nächster. Aber im Moment noch nicht. Hier. Da
haben wir noch das ganze Applied Energistics Zeugs rumliegen. Das nehmen wir auf jeden Fall auch mal alles mit rüber. Block of Quartz. Und ein Basic Prozessor und Advanced Prozessor. Habe ich alles da. Ich komme, ich eile, ich fliege. Also im Inventar, oder? Ja, im Inventar. Okay, dann kann ich ja auf Atlantis bleiben. Genau. Oder so. Mal. Da hast du schon alles drin liegen. Wieso kann ich da nichts mehr reinlegen? Ach, die ist schon voll. Die ist schon voll. Ja, ich habe da gerade ordentlich was reingeschmissen. Okay, ich sehe es gerade. Ich glaube, wir brauchen doch einen Drive, oder? Was meinst du? Naja, früher ja, später werden wir eins brauchen. Später. Gut. So, halt, Block of Quartz gehört woanders hin. Da hattest du ja schon in der anderen Kiste Block of Zink, Silber, Quarz. Gut. Du müsstest eigentlich alles jetzt drin haben, oder? Was du brauchst. Ja, ich habe gerade noch was eingepackt. Okay. So, weil dann muss ich... Bikini, wie heißen sie? Die Slime Balls, so heißen sie. Okay. Zwei Eimer voll Lava. No, verlaufen. Wo ist der Porter? Jetzt ist er schon grün, da ist er. Mei, blind. Haben wir ja eigentlich Pattern-Dingens drin? Ja. Der Pattern-Encoder ist hier oben. Und die... Die blanken Dinger dafür. Ja, sind im Pattern-Encoder ein paar drin. Okay. So, jetzt ist die Maschine wieder gefährlich. So. Jetzt, es hat sogar funktioniert. Die Upgrades sind drin geblieben im Blast Furnace. Sehr schön. Sehr schön. Was für eine Überraschung. Da war ich mir nicht sicher, muss ich ganz ehrlich gesagt gestehen. Aber da hat doch, alle Upgrades sind doch fest integriert. Glaub, ich hätte jetzt, es hätte mich gewundert, wenn die da rausfallen würden. Okay. Material. Schmeißen wir das mal ins Material rein. Außerdem müssen wir uns noch über einen wichtigen Punkt unterhalten, wie wir die Energieversorgung hier oben mit Industrial Craft machen. Weiß nicht, ob du meine Idee gut findest. Ich kenne deine Idee nicht. Eben. Deswegen kannst du sie ja nur gut finden. Nein. Und zwar, wenn wir zwei AESUs mit einem Transformer verbinden. Die beiden AESUs werfen 4096 raus, jeweils. Macht in Summe 8192. Und das können wir dann quasi über den Transformer auf 2048 runter transformieren in die einzelnen 2, 4, 6 in die einzelnen 6 Flügel rein bringen und dort nochmal runter transformieren auf 512 oder auf 2048 sogar lassen. Hier aber fast gesagt auf 512 runter. Du musst bedenken, dass die ja nur noch ein Paket transportieren, ne? Genau. Also es kann sein, dass da, je nachdem was für Maschinen sind, die eine extra Kabel brauchen. Oder eben die 2048 auf 512 runter transformieren, dadurch kriegen wir 4 Pakete raus. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, fürs Erste ist glaube ich 512 in Ordnung. Hätte ich doch auch gesagt. So. Später müssen wir dann mal upgraden, wenn wir da die Maschinen mit Upgrades versorgen. Genau. Außerdem sollte man dann das Rezept vielleicht hier irgendwo reinpacken. Weil das wird nämlich sonst eine ganz lustige Geschichte werden. So, da hinten war die nächste Maschine. Wo habe ich jetzt? Ist mit einem AE-Netzwerk drin, huh? Habe ich es ins AE gepackt? Casings. Standard-Maschinen-Casings. Oh,
Jetzt habe ich natürlich einen bösen Fehler gemacht. Böser Fehler. Was hast du gemacht? Ich muss nur mal ein paar Casings bauen. Ganz dramatisch. So. Dich dann da oben drauf. Freilassen. Gut. Oh, wir haben ja sogar Holz. Ja, aber nicht viel. Das gebe ich zu. Ich habe aber ein bisschen was mal reingeworfen. So. Ach, genug. Nochmal Casings. So. Also so ein Umzug ist schon aufwendig, hätte ich gesagt. Haben wir ja eigentlich irgendwo einen Crafting-Monitor? Crafting-Monitor? Nee. Glaube ich, nein. Müssen wir noch bauen. Dann mach ich es erstmal ohne Tod davon ein. Brauche ich noch mal einen Eimer voll Wasser. Den holen wir uns gleich hier. Bevor ich in Atlantis kein Wasser finde. So, Wasser. Ach, unser schönes kleines Dorf. Ein Traum. Ja. Ein Traum in Koppel. So. Kein Glas hier. Oh, das ist richtig. So, den Grinder habe ich natürlich im AE-Netzwerk drin. Der Grinder. Ja. Grinder. Na komm, mach auf. Grinder. Sieht auch gut aus. Okay, was wir auf jeden Fall hier als Rezept brauchen, das weiß ich ganz sicher. Das ist das Convery-Modul. Das werden wir nämlich für einige Gregtech-Maschinen im Zusammenhang mit Applied Energistics brauchen. Aluminium oder Eisenplatten. Machen wir so, Encode. Packen wir gleich mal rein. So. Das da passt. Das da passt. Gut. Dann haben wir hier nämlich noch Platz für eine weitere große Maschine. Ja, das könnte vielleicht sogar der Vacuum Freezer werden. Schauen wir mal, wie kompliziert das Ding ist. Vacuum Freezer. Pumpe, Reinforced Glass. Ich glaube, die baue ich jetzt noch schnell, weil das Material müssen wir fast alles drüben haben. Mach. Ich bin jetzt noch gerade am Überlegen, wie die aufgebaut war. Kam bei dem Vacuum Freezer nicht zufälligerweise... Wie war denn da... der Aufbau? Aber dafür gibt es ja zum Glück ein Community-Wiki. Und da klickt man auf Vacuum Freezer und sieht, dass das ein... Ach komm, pfeif drauf. Wenn wir hier schon ausbauen, dann bauen wir hier richtig aus, hätte ich gesagt. So. Wenn wir das Material schon da haben. Wenn es bei mir nicht schon wieder so hakeln würde.
brauchen wir natürlich noch ein paar Casings. Wie viel haben wir? Eins. Das reicht nicht. Wir brauchen 20 Reinforced Casings. Das sind 3, 4, 5. Da reinlegen. 3, 4. Jetzt geht's um zwei Stahlplatten nicht raus, ey. Das ist doch zum Heulen. Iron? Nein. Stahl. Halben Stack. Jubeln wir nochmal einen halben Stack durch. Das Maschinenstiche durch. So. Wir brauchen erstmal nur zwei. Eins. Zwei. So. Okay. In Greg Tech Pipeline um die Ecke? Oh, das ist aber eine sehr gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann. So, 21. Dann brauchen wir zwei Pumpen. Dann brauchen wir. Halt, haben wir es da drin? Da. Einmal Reinforced Glass. Zwei Advanced Circuits. Ja, scheinen um die Ecke zu gehen. Sehr schön. Pumpe, Stainless Steel Platten. Stainless Steel Platten. Das waren 1, 2, 3, 4. Magerwertiges Rezept. 3, 4. Dann waren das hier. Zwei Advanced Circuits nehme ich an. Die ist auch nicht richtig hier. Ein Vacuum Freezer. Sehr schön. Auch das haben wir. Gut. Weil dann stellen wir den nämlich auch gleich mal hin. Dann brauche ich... Also vorbeigehuscht. Ja, ja. Und du bist an mir vorbeigehuscht, nehme ich an. So. Nee, ich stand hier. Okay. Dann nehmen wir die Advanced Machine Casings. Das da raus, das da dahin. Oder mal den richtigen Raum finden, das mit rein. So. So, sehr schön. Das ist die Ecke hier. So, dann baut man den mal so rum auf. Unten einen Kranz. Dann in der Mitte einen von den Advanced. Dann kommt hier ein Kreuz aus Advanced. Hast du zufällig einen Schraubenzieher? Mit Sicherheit. Ansonsten hängt unten beim der Turbine was. Moment. Ich gucke Tools. Ein Schraubendreher kriegst du von mir. Bitteschön. Merci beaucoup. Kein Problem. So, und oben kommt 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, komm. Ruckelt wieder ohne Ende. Einer hier. Und dann kommt der Vacuum Freezer. Zack, oben drauf. Hier, Babe. Ein Vacuum Freezer. Und der sieht sogar richtig zusammengebaut aus. Er meint, es ist alles grün. Cool. Dann können wir nämlich unsere Hot Tungsten Steel Ingots auch abkühlen. Und kriegen hoffentlich Tungsten Steel raus. Für super gute Werkzeuge. Was kann man denn noch in dem Ding überhaupt machen? Schauen wir mal bei den Rezepten. Kühlzellen kühlen. Wasser zu Eis. Force Engine Throttle viermal, okay. Und Hot Tungsten Steel zu Tungsten Steel und Helium Plasma zu Helium. Macht aber wenig Sinn. Naja, egal. Kann man auf jeden Fall machen. Aber wichtig ist das Hot Tungsten Steel. Das können wir natürlich jetzt hier auch zum Glück alles noch machen. Wir haben jetzt zwar etwas weniger Heat Capacity, keine 3500 mehr, aber wer braucht das schon? Wenn wir uns hier die Rezepte anschauen.
1500, 1000, 3000, 1500, 1700. Also da ist keins mehr über 3000. Genau. Sehr gut. Also können wir uns aus Tungsten-Ingot und Steel-Ingot auch Hot-Tungsten-Steel-Ingots herstellen. So, wir werden jetzt hier noch ein bisschen weiter. Oh, mein Ding steht sowieso. Guck mal, schnell noch hier. Wo. Ein Import. Hier runter? Okay. Oh, es leckt bei mir. Ja, nicht nur bei dir. Da, hier ist es. Hey, das ist aber... Oh. Du hast 1, 2, 3, 4 Electrum Item Pipes. Oh, komm her. Oh, so. Mit den Conveyor-Modulen vorne drauf. Genau, die Conveyor-Module. Import stehen die. Kann ich mal ganz kurz die Kiste wegnehmen, dass ich es zeigen kann? Ja. Okay. Und zwar du kannst auch deinen Schraubenzieher wieder haben und da drauf klicken. Da ist er hinter dir. Okay, danke schön. Hier sind die, ich habe es ja total falsch gezeigt, das hier sind die Conveyor-Module. Ich zeige es nochmal ganz kurz. Conveyor-Module sind ja auch nicht so dramatisch zu bauen, sage ich mal. Moves Items Around. Und die kann man mit dem Schraubendreher einstellen. Und ich denke mal, du hast sie eingestellt Import, nehme ich mal schwebig da. Ja. Das heißt, sie ziehen das Ganze in die Large Electrum Item Pipe und damit werden sie automatisch umgewandelt in GregTech Derivate beziehungsweise in eines der Ore Dictionary Derivate. Das heißt, bei uns müsste theoretisch alles eigentlich vollautomatisch funktionieren. So, und was ich jetzt gleich mache ist, ich nehme meine Ender Pouch, mache hier Shift, Rechtsklick und stelle die gleich mal auf diese Kiste um. Hey, cool. Ich habe hier Eisen. Zack, weg ist es. Und müsste eigentlich oben landen, oder? Nehme ich doch mal an. Jo, das funktioniert sogar. Hey, cool. Wo haben wir es denn damals? So. Iron. Oh, da war schon ein bisschen mehr Iron da. Okay, gut. Man sieht es leider nicht mehr, dass mein Iron da reingewandert ist. Aber machen wir es. Ja, du kannst ja mal die da reinschmeißen. Warte mal, ich habe gerade Casings reingeschmissen. Achso, okay, dann gib mir meine Wrench wieder zurück. Was ist denn das über. Ach, der Crescent Hammer jetzt. Bist du aber dafür, dass du wieder einen Crescent Hammer hast, ne? Ja, machen wir sie. Sehr schön. Gut, wobei ich habe einen Crescent Hammer ja im Handschuh. Ich nicht. Okay. Aber ich sag mal, wir sind schon wieder weit über der Zeit. Wir werden hier an der Stelle natürlich wieder stoppen. Wir werden weitermachen bei der nächsten Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Anregungen, Kommentare und sonstiges, ab in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.